YouTube Deutschland, herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Season 2 ist jetzt seit eineinhalb Wochen draußen. Es gibt Leaks darüber, dass jetzt am 11. März angeblich die neue Warzone-Map kommen soll. Kann ich mir persönlich nicht vorstellen, hätten sie schon zur Season 2 rausgebracht. Wir haben jetzt aber heute eine andere Aufgabe, als über Warzone zu sprechen. Und zwar, vielleicht teilweise Warzone, über den Status von dieser Season und wie sie uns gefällt, wie gut sie ist, wie schlecht sie ist, Kritikpunkte, positives Feedback und alles Mögliche. Und weil wir Bock darauf haben, spielen wir doch einfach einmal auf der Map, die für diese Season absolut der Gewinnbringer ist, und zwar Apocalypse. Das ist die erste Lobby, in die ich reinkomme. Guckt euch das an. Mein Team wird absolut und raus. Zweiter Versuch Apocalypse. Hoffentlich kommt jetzt nach der zweiten Runde des Tages ein bisschen besseres Feeling auf. Vielleicht auch nicht. Es ist ja immer das gleiche, Leute. Man diskutiert darüber, wie einem irgendwie was gefällt, und das ist immer subjektiv. Und der eine feiert den einen Modus heftig, der andere feiert den nächsten Modus heftig. Der eine sagt, ich will das und das lieber haben. Der andere sagt, mir reicht eine neue Map, solange ich irgendwie ein cooleres Skill-Based Matchmaking habe. Der andere sagt, Skill-Based Matchmaking ist mir egal, ich will einfach nur Zombie-Modus haben. Und. Und ganz ehrlich, Leute, ich versuche das hier so neutral wie möglich für euch zu gestalten. Aber eins müssen wir ganz, ganz klar einmal sagen. Es gibt in dieser neuen Season nicht allzu viele Dinge, bei denen ich spontan sagen würde, absolut geil, dass das dabei ist. Die neue Season Apocalypse ist eine der besten Maps, die ich seit Wochen oder Jahren in irgendeinem COD neu dazu bekommen gespielt habe. Apocalypse ist nicht diese klassische Freelane-Map, die wir irgendwie alle aus den anderen Teilen kennen und wo man sich immer sagt, ja okay, ich kann nur rechts, links geradeaus laufen und mehr gibt es nicht. Viele von euch mögen das, ich persönlich liebe es. Viele von euch sind aber auch einfach keine großen Fans davon. Ich persönlich mag Freelane-Maps. Ganz klar, drei Wege. Man kann sich überlegen, wie diese Wege aussehen sollen. Nicht dieses Chaotische, was wir hier seit Ewigkeiten im Modern Warfare mit den Maps hatten, wo man nicht wusste, ob man jetzt rechts ist, oben, unten, in der dritten Ebene, in der fünften Ebene oder der 18. Ebene. Das Map-Design in Modern Warfare war meiner Meinung nach eine absolute Frechheit. Aber meine Meinung zu Modern Warfare kennt ihr alle. Wie sehe ich das in diesem Game? Bisher gefällt mir diese Map definitiv am besten von allen Maps auf der Karte. Abgesehen natürlich von den Maps, die wir aus den anderen CODs schon kennen, die bei uns schon immer, ich sag mal, positiv in Erscheinung getreten sind. Egal ob das Raid ist oder Express oder Nuketown, das sind alles Maps, die kennen wir seit Ewigkeiten und die spielen wir seit Ewigkeiten. Und das ist auch in Ordnung. Diese Map aber, Leute, Apocalypse, ich kann sie euch nur empfehlen. Spielt ruhig den 24/7-Modus davon, er bockt auf jeden Fall. Das allerdings, Leute, ist zum großen Teil auch schon, ich muss es vorweg sagen, der einzige positive Punkt dieser Season. Oh, es tut mir leid, aber diese Season, Leute, ist meiner Meinung nach eine absolute reine Enttäuschung. Selten habe ich mit einer Season, bei der so viel versprochen wurde und so viel Content angekündigt wurde, so wenig umgesetzt gesehen. Neben Apocalypse als einziger neuen 6 gegen 6 Map, was maximal enttäuschend ist und meiner Meinung nach absolut unakzeptabel oder inakzeptabel ist das richtige deutsche Wort dafür, haben wir auch zwei neue Waffen bekommen, die LC-10 und dazu die Farah. Die Farah ist meiner Meinung nach ein standardmäßiges Sturmgewehr, nicht besonders gut, nicht besonders schlecht, hebt sich nirgendwo hervor. Kann man spielen, muss man aber nicht. Die LC-10 hingegen ist die mit Abstand beste MP im gesamten Game. Von der Statistik her, von dem Damage Profile, von dem Schaden, von allen möglichen Sachen. Das heißt, wir haben natürlich im Season Pass wieder eine OP-Waffe. Diese wird noch 2-3 Wochen OP sein. Dann wird sie wieder gefixt. Das ist bisher jedes Mal in den Seasons so gewesen, auch in Modern Warfare. Dann, wenn die meisten Leute es haben. Bevor sie aber gefixt wird, könnt ihr euch darauf einstellen, dass wir für die LC-10 noch einen Zusatz bekommen, und zwar irgendwelche Tracer Rounds. Diese Tracer Rounds werden dann wieder sehr, sehr viel gekauft. Und wenn die erstmal gekauft worden sind, werden die Leute sagen, gut, jetzt haben wir genug Geld verdient, das Ganze wird wieder genervt. Das, Leute, beobachten wir seit mehr als einem Jahr und es braucht auch niemand mehr überraschen, wenn das dieses Jahr wieder so passieren wird. Und ich weiß, Leute, es macht schon wieder einen negativen Eindruck, aber ich möchte dazu etwas sagen. Ich möchte, dass diese Franchise wieder gut wird, wieder eine Franchise wird, mit der wir alle uns identifizieren können, in der wir alle sagen können, hey, das ist ein cooles Game, ich zock heute mit meinen Buddies irgendwie Call of Duty, ich zock dies und das.
Das geht aber aktuell nicht. Viele von euch sind genervt, ich persönlich bin teilweise genervt und ich möchte mit meinen Videos einfach meine ehrliche Meinung wiedergeben. Und wenn es Leute von euch gibt, die das wirklich mögen, dass ich da ehrlich bin, lasst gern Like da, lasst gern Abo da. Für die Leute, die es nicht mögen, ich kann es verstehen. Ich kann verstehen, dass es Leute gibt, die an dem Game nichts schlecht finden. Das ist persönliche Präferenz. Wenn ich mir ein Auto kaufe, zum Beispiel einen Porsche für 100.000 Euro, und einige von euch sagen, Hauptsache er fährt geradeaus, egal was für Geräusche er macht und egal wie er sich anfühlt, dann ist das in Ordnung. Aber wenn ich mir einen Porsche für das Geld kaufe, möchte ich vor allen Dingen eins, dass er das Geld, was er gekostet hat, wert ist. Und das entscheidet jeder für sich selber, was das Geld wert ist und was nicht. In meinem Fall ist es so, das hier ist ein AAA-Game. Dieses Game hat 70 Euro gekostet. Plus das, was wir zusätzlich zu den Sachen ja noch bezahlen. Das heißt, die Skins, die wir uns kaufen, den Season Pass, alles Mögliche. All diese Sachen sind Dinge, die wir zusätzlich kaufen, die noch mehr Preis darauf hauen. Die dafür sorgen, dass das Game eben noch teurer ist. Und dann muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich möchte ein Game haben, was halbwegs fertig ist. Was halbwegs durchgängig Spaß machen kann. Das bringt uns auch direkt zum nächsten negativen Punkt. Und es tut mir leid, Leute, aber Skill-based Matchmaking, es ist immer wieder ein Punkt, er kommt immer wieder, wir werden es nicht verhindern können. Meiner Meinung nach, Leute, seit dieser Season ist das Skill-based Matchmaking noch viel schlimmer, als es vorher war. Die Lobbys sind meiner Meinung nach viel, viel anstrengender, als vorher zu spielen. Es wird auch meiner Meinung nach nicht besser aktuell. Die Pings in den Lobbys sind teilweise grotesk. Grotesk schlecht. Das habe ich selten gesehen, was für Pings man hier mittlerweile hat, während man spielt. Und die Pings werden absolut nicht besser. Das heißt, ich spiele durchgängig gegen Leute auf einem 70er, 80er Ping. Ich spiele durchgängig gegen Leute, die irgendwelche Optik-Gaming-Uniformen haben und sich für 100 Euro den Shop schon freigekauft haben. Ich will mich darüber gar nicht mehr so groß beschweren, denn wirklich, Skill-Based Matchmaking, wir wissen, dass Skill-Based Matchmaking existiert und wir alle müssen für uns die Entscheidung treffen, ob wir damit leben wollen oder nicht. Und ich habe diese Entscheidung getroffen und ich mache es. Trotzdem möchte ich es gerne offen und ehrlich ansprechen. Und ich finde, das sollte für jeden Content Creator auch das gute Recht sein. Gerade wenn er COD seit so vielen Jahren spielt wie ich und so viel da schon probiert hat und gemacht hat, dann sollte man ansprechen dürfen, wenn es irgendwo nicht so richtig läuft oder wenn irgendwo ein Problem existiert. Das heißt, nur mein Empfinden, da gibt es keinen Beweis für, da gibt es nichts, was ich sagen kann, das stimmt zu 100%. Meiner Meinung nach, das Skill-Based Matchmaking hier in der Season 2 schlimmer als zuvor. Kommen wir zum nächsten Punkt von dem Ganzen, Leute. Und das ist ein Punkt, der mir eigentlich noch mehr auf den Keks geht als Skill-Based Matchmaking. Die Waffen-Patch-Notes, die Updates sorgen seit Wochen eigentlich nur dafür, dass mehr kaputt geht, als besser gemacht wird. Das neueste Beispiel für diese Schande, die wir da mittlerweile von den Entwicklerstudios haben. Jetzt haben sie ja dafür gesorgt, dass die Griffvarianten, die eigentlich laut Beschreibung in Warzone nur dabei helfen sollen, dass man schneller ins Scope kommt, sind jetzt an einem Punkt, dass sie da nichts dafür tun, aber dass der Rückstoß komplett nach unten gesetzt wird. Davon steht nichts in den Patch Notes, davon steht auch nichts bei den Aufsatzvariantenbeschreibungen. Es steht einfach nirgendwo. Auch das musste wieder getestet werden. Wie das Ganze abgelaufen ist, könnt ihr gerne bei Exclusive Ace gucken, der hat darüber bereits ein Video gemacht. Solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen, dann seht ihr, was ich genau meine. Das heißt, für Warzone-Spieler aktuell macht es definitiv Sinn, die Griffvarianten zu nehmen, wenn ihr weniger Rückstoß haben wollt, denn das tun die Griffvarianten, ohne dass es irgendwo steht und ohne dass es Sinn macht. Das heißt, man wird einfach das Gefühl nicht los, das ist mein Gefühl und ihr könnt gerne reinschreiben, ob ihr der gleichen Auffassung seid oder nicht. Aber mein Gefühl ist, dass dieses Game immer schlechter wird eigentlich, von Woche zu Woche. Die Patchnotes und die Updates und alles, was dazu kommt, sorgt immer mehr dafür, dass eigentlich mehr Probleme auftreten, was irgendwie keinen Sinn macht und was eigentlich nicht sein kann. Also, es ist nervig, Leute, es ist anstrengend, Leute, und ich verstehe es nicht. Ich würde so gern, dass diese Franchise einfach wieder das ist, was sie vorher mal war und wieder zu diesen glorreichen Zeiten zurückkommt. Aber mit all den Punkten, die ich genannt habe, wird das, glaube ich, so schnell nicht passieren. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, Leute, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Ich bin raus. Haut rein.